Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Im letzten Part sind wir noch weiter im Seeschrein unterwegs gewesen, haben jetzt den Master Key eingesammelt und werden jetzt heute in dem Part den Boss dieses Tempels angehen, der. Jetzt habe ich falsche Taste gedrückt. Der uns hinter dieser mysteriösen Tür erwartet. Oder sahen wir eher dort unten in dieser Grube? In einer dieser Vasen müsste jetzt, soviel ich weiß, noch eine Fee sein. Und zwar hier. Da sind wir auf jeden Fall gut geheilt. An Items sind wir auch gut eingedeckt, dass ich glaube kaum, dass wir den Kampf verlieren werden. Urzeitfisch Octapesco. Und den geht es jetzt zu bekämpfen. Als erstes müssen wir jetzt schaffen, ihm das Auge, das er in einer der Tentakel hat, zu entreißen. Das ist halt das Problem, wenn er uns wieder mal erwischt. Das kostet uns gerade schöne 2 Lebensenergie. Was hast du zu sagen? Ich glaube, sein Auge ist besonders wichtig. Wenn es sich in den Fühlen bewegt, visiere es mit ZN an und reißt es heraus. Aber wenn du ihm zu nahe kommst, macht er dich fertig. Achte also auch ausreichend Abstand. Das wissen wir jetzt. Da habe ich jetzt mich wirklich nicht so klug angestellt. Es ist halt schwierig, es zu erwischen von da aus. Gut, jetzt habe ich es. Okay, jetzt will er uns mit diesen Bombenfischen uns irritieren. Wir aus Versehen einen den sammeln. So, hab das Auge wieder. Und nun hat er sich wieder mal wegbewegt. Also nah möchte ich jetzt auch nicht dran. Das ist eben ausreichend Abstand. Jetzt müssen wir nur hoffen, dass er in einer der Vorderen wiederkommt. Okay. Spiel will wieder nicht. Okay, ich hab's. Und das müssen wir jetzt ein paar Mal machen, bis es besiegt ist. Der Abstand müsste eigentlich gut sein. Müssen wir halt nur abwarten, bis eben das Auge wieder perfekt ist. Sein der vorderen Fühler kommt und nicht bei den hinteren bleibt. Das ist jetzt am Anfang eher noch ein Geduldsspiel. So, und ich glaube, das war's auch. Jetzt geht er in seine zweite Phase über. Denn jetzt seht ihr, wie riesengroß das Vieh wirklich ist. Das müssen wir jetzt eben jagen. So, am besten den Weg abschneiden und ihn dann versuchen ranzuziehen.
Okay, das war zu knapp. Ja, ich weiß, Midna. Ich weiß. Muss es mir nicht zweimal sagen. Sollte nur den richtigen Abstand erwischen. Bleibt, wenn möglich, immer hinter ihm. Da kann er euch nicht viel machen. Und wenn ihr dran seid, dann könnt ihr mit dem Schwert verdreschen, so viel ihr könnt. Maximal viermal. Dann reißt er sich wieder los. Okay, der war sogar in der Nähe. Jetzt hat nur die Säule ihn wieder geschützt. Schaut nicht, dass er euch gerade fängt. So, und jetzt der zweite Anlauf. Stirb, du blödes Vieh! Aber er hat immer noch nicht genug. Okay, jetzt versucht er mich da zu verwirren. Aber du entkommst mir nicht, du Urzeitbestie. So, ein bisschen noch näher ran. Okay, das war ein bisschen zu spät. Hab ihn erwischt. Jetzt krepier! Und das war's. Und wir haben das dritte Schattenkristall. Oder den. Da ist er ja, der letzte Schattenkristall. Versprochen ist versprochen, also gib ihn mir schon, ja? Jetzt schau mich nicht nur mal so an. Ich brauche ihn nun einmal. Dafür werde ich dir auch helfen, mit Santa Claus zu kommen. Ist das schrecklich, wie er sich als König der Schatten aufspielt? Seine magischen Kräfte sind nicht seine eigenen. Und mit diesem Teil werde ich dir das beweisen. Ist doch in Ordnung, oder? Also, ich habe jetzt, was ich wollte. Tut mir leid, dass ich dich bis jetzt so hin und her gescheucht habe. Also gut, gehen wir. Und ja, nicht vergessen, den Herzcontainer. Denn den werdet ihr brauchen. Damit haben wir jetzt 9 Herzen. Und wir können uns langsam schon mal überlegen, auf blaue Elixiere umzusteigen. Obwohl die roten jetzt auch noch nicht schlecht sind. Bist du wirklich weg von hier? Du bist sicher, dass du nichts vergessen hast? Ja, ich hab nichts vergessen. Und natürlich das obligatorische Speichern. Das ist wahrscheinlich Zand, oder?
dass du es wagst, dich mit so einer altentümlichen Magie entgegenzustellen? Mit natürlichster Anführerin. Wieso nur stellst du dich gegen deinen König? Willst du unser König sein, dass ich dich lache und die Magie unseres Volkes wird von dir doch nur schändlich missbraucht? Denkst du etwa, meine Magie sei die alte Magie unseres Volkes? Du überraschst mich. Meine Magie, mit der ich die Schatten beherrsche, ich habe sie von meinem eigenen Gott empfangen. Sag, Midna, hast du schon vergessen, dieses Tier ist ein Wesen des Lichts, eines jener Wesen, die uns so grausam unterdrückten. Was du auch tust, in ihrer Welt bist du nur ein Schatten und ohne jede Bedeutung. Doch wenn wir diese Welt oben werden, die Lichter werden das Schattenreich eins. Für unser Volk ist die Zeit der Rache gekommen und endlich werden die Schatten auch den lichten Teil der Welt verfinstern. Siehst du es denn nicht, Midna? Alles, was noch fehlt. Bist du. Was ich tue, geschieht nur zum Wohle unseres Volkes. Deshalb leih auch du mir deine Kraft. Du willst nicht? Auch gut. Schicke mit dich zurück in die lichte Welt, nach der du dich so sehr sehnst. Und er ist weg. Sonic, auserwählter Held. Geh zu der Prinzessin, die im Schloss gefangen ist, im tiefsten Herzen der Finsternis. Nur die Prinzessin kann dir wieder zu deiner wahren Gestalt verhelfen, die dir die Schatten geraubt haben. Okay, dann auf zum Schloss. Und Midna sieht wirklich nicht gut aus. Ja, das Licht hat sie wirklich sehr übel zugesetzt. Am besten mit Beinen lieber, bevor die uns noch stirbt. Was Zand angerichtet hat, das werde ich ihm nie verzeihen. Was er Link angetan hat, das ist einfach unverzeihlich, was er mit angetan hat. Ebenso. Die meisten Gegner ignorieren wir einfach. Wieso sollten wir uns noch um die kümmern? Wenn sie nicht im Weg stehen, ist es gut. Können die gerne so bleiben, wie sie sind. Scheißegal.
Aber die Frage, wie kommt man ins Schloss, würden jetzt die meisten fragen, denn es gibt nämlich einen Weg. Wenn ihr gut aufgepasst habt, dann wisst ihr welchen. Ach, und die Leute hier haben Angst vor dem Wolf. Aber es ist auch nicht verwunderlich, was eigentlich eine Schattenkreatur. Aber wir haben nicht lange Zeit. Denn mitten das Leben steht da jetzt auf dem Spiel. Wir dürfen Santon nicht gewähren lassen. Was? Ein Wolf! Verschwinde! Los! Okay, das heißt, bei den Eingang komme ich schon mal nicht rein. Und was jetzt? Warte! Sonic, oder? Damit doch gleich klar. Ich bin Luis. Wir haben uns schon einmal in diesem Land getroffen. Erinnerst du dich? Ich verstehe allerdings nicht, was du mit dieser Aufgabe erreichen willst. Wenn du den Menschen sofort die Augen setzt, darfst du dich nicht wundern, wenn sie dich verjagen. Oh, schon nicht mit Verletzten unterwegs? Ist das eine Art Hobby von dir? Bitte, wir müssen Prinzessin Zelda! Kommt, hier entlang. Über die Dachkammer führt ein Weg in die Kellergewölbe des Schlosses. Ist allerdings ein alter Weg, wird sicher nicht ganz leicht. Und ihr müsst aufpassen, dass euch keine Menschen erwischen. Okay, das heißt, wir müssen jetzt erstmal die Kiste so ranschieben und dann müssen wir dann oben durch. Das ist jetzt ein bisschen ein drastischer Akt. Denn es ist noch der einzige Weg, der uns bleibt. Über das Haupttor kommen wir nicht, also müssen wir jetzt den über den Kellereingang rein. Das wird jetzt auf jeden Fall schwierig, weil wir jetzt hier über die Seile balancieren müssen. Und nicht so viel Krach machen, vor allem keine Vasen runterschmeißen, wenn es geht. Da kann man sie noch lauschen. Auf Befehl des Ältesten bin ich schon mal hier gefolgt. Aber einer, wie ich gehört, einfach nicht in die große Stadt. Und glaube ich, dass die Wölfe schon bis nach Hyrule-Stadt kommen? Was treiben unsere Soldaten eigentlich die ganze Zeit? Auf die Krone ist wirklich mehr Verlass. Dieses Monster auf der Brücke, man erzählt sich, das hat ein Bekannter von Thelma erledigt. War das etwa dieser Sonic, der Thelma und die Bekannte nach Kakariko begleitet hat? Dass es in Hyrule noch solche Kerle gibt? Ehrlich, das hätte ich nicht gedacht. Aber nein, der Junge ist gar nicht aus Hyrule. Man erzählt sich, er kommt aus einem kleinen Dorf in Latwun. Du weißt doch, wer die große Stadt nicht kennt, der kennt doch keine Angst. Sie sind schon langsam berühmt. So, und wir haben es geschafft. Wir sind jetzt drin. Und was haben wir denn da hier? Ein Geist! Denn das wird jetzt auch eines der Sammelobjekte, nämlich Geisterseelen. Wir dürfen jetzt dann auch gleich mal Geisterseelen jagen. Du bist eine Geisterseele. Die Anzahl der Seelen besiegter Geister findest du auf dem Ausrüstungsbildschirm. Und ich glaube... Das kann man, glaube ich, noch nicht sehen. Vielleicht dann später. Und wer zur Hölle bist du? Ah, danke, dass du den Geist besiegt hast, Clever. Ich darf dich doch so nennen, oder? Man nennt mich Giovanni. Aber seit ich Geld brauchte und meine Seele einen Dämon verkauft habe, sehe ich so aus wie jetzt. Meine Freundin kann ich so nicht unter die Augen drehen und mein Kater Gregor sitzt auf meinem Kopf und ist genauso starr wie ich.
Meine Bitte an dich, Clever, kommst du hier rausgehen und 20 von den Geistern jagen, die sich in der Dunkelheit verstecken? Wenn du nämlich meine Seele befreist, die die Geister jetzt haben, dann verwandle ich mich auch in früher Gestalt zurück. Aber so wie es gerade regnet, machst du nicht direkt rausgehen. Ich mach dir einfach den Zugang zu den Kanälen auf. Wenn der Regen aufgehört hat, gräbst du am besten am Katzenplatz ein Loch an der Mauer, um wieder herzukommen, okay? Und für diejenigen, die fragen, wieso ich denn gerade so gesprochen habe, das ist nämlich dieselbe Stimme, die ich auch bei Giovanni im Pokémon Blattgrün verwendet habe. Und da Giovanni heißt, dann, sagen wir mal so, dann hat er die Ehre verdient, diese Mafiosi-Stimme zu erlernen. Wenn jetzt dagegen hat, dann schreibt es mir unten in die Kommentare, dann werde ich ihn das nächste Mal anders vorlesen. Wie ein normaler Mensch. Okay. Wir müssen jetzt hier durch die Kanäle. Da kommt das schon ein bisschen verkannt vor. Denn wir werden jetzt dann gleich an einen Ort wieder rauskommen, den wir das letzte Mal waren. Und diesmal in der lichten Welt. Da können die Spinnen, ich weiß nicht, ob man das besiegen muss. Ja, kann man machen, aber muss man aber nicht. So, wir werden jetzt aber auch den Stock hier und das Feuer brauchen, denn... Komm. Wir müssen jetzt hier nämlich auch die... Scheiße. Gut, kommen wir zuerst um den hier. Bevor ich jetzt noch weiter reingehe, kümmere ich mich zuerst um die Gegner hier. Wäre auf jeden Fall... Wenn von notwendig, wenn ich mich zuerst um die kümmere, bevor ich hier weiter spiele. Für den Fall, dass irgendwo noch eine Spinne rumhaust. Okay, da hast du gerade keine mehr. Denn die Fackeln müssen wir jetzt nämlich auch anzünden. Oder sogar nicht. Oder nein, wir müssen doch, weil wir brauchen nämlich den Weg. Und dann haben wir schon mal einen kürzeren Weg. Für die Fackel zu dem Spinnennetz. Denn ihr seht, das Feuer löscht sehr schnell. Wir sollten auf jeden Fall die Fackeln anzünden, damit wir den Weg schon mal haben. So, jetzt können wir das noch anzünden, dann gehen wir jetzt hier hoch. Best bevor es auslischt. So, mehr brauchen wir nicht. Jetzt sind wir durch. Okay, das sind noch ein paar Fledermäuse, die mir kommen. Ach, und bei den Kisten müsst ihr nicht nachschauen. Weil da findet ihr höchstens nur Rubine, weil im Heldenmodus gibt es keine Herzen. So. Dann wäre das erledigt. Hätte nur Rubine. Kann man jetzt auch verzichten. So, jetzt warten wir ab und besiegen ihn nochmal. Denn dieses Loch hier kommen wir runter. Weiter runter. Und jetzt sind wir wieder ein sehr bekannten Ort. Kommt euch der bekannt vor? Ja, wir sind wieder in dem Kellergewölbe des Schlosses, wo wir im Part 3 waren und fast gestorben sind, weil uns Mintner fast umgebracht hätte. Bitte nicht noch mehr geschieht. Ja, ich lasse dich schon ruhig mit. Na! Das eine seid ihr verziehen. Du hast es nicht mit Absicht gemacht. So, am besten wäre es, wenn sie ganz runterfallen. Und auf die Bogenschützen müsste ich halt nur 8 geben. Wir können jetzt leider die Fähigkeit ja nicht verwenden,
ist ja leider geschwächt. Oh, da können wir jetzt einfach so lang. Jetzt muss ich schauen. Ich glaube, es gibt keine Bogenschützen mehr. Das war wahrscheinlich der einzige, der hier war. Vielleicht sind ganz oben noch welche. Auf wem? Das Spiel wollte wieder mal nicht angreifen. Denn ich möchte auch nur ungern wieder runterfallen. Das ist halt das Problem. Okay, der könnte noch Schwierigkeiten bereiten. Aus der Feld runter in den Abgrund des Todes. Und dann können sie von mir aus schmoren, bis sie alt und grau sind. Okay, das wird jetzt ein bisschen schwer, denn... Der hat ein bisschen weg, aber können wir denn irgendwie... Oder so. Und bevor der den Pfeil schießt, besiegen wir ihn lieber. So, und die Fledermäuse natürlich auch. Und die Tür ist jetzt einmal offen. Nicht so zu wie im letzten Mal. Und noch mehr von denen. Nein! Der Bogenschützen! Und runter damit. Denn jetzt weht hier auch ein Wind. Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, aber ich glaube, man kann jetzt eine Fee bekommen. Zumindest irgendwas anderes. Und die Vögel sind jetzt auch wieder die Alten, aber wir müssen sie trotzdem besiegen. So sehr darauf achten müssen wir jetzt auch nicht, ob man hier jetzt... Wir laufen jetzt eh mit viel mehr Leben rum. Und wenn ihr dort drüber kommen wollt, müsst ihr warten, bis die... bis der Wind eben die Brücke erscheinen lässt. Und ihr findet hier 50 Rubine. So, die Vögel kann ich auch größtenteils ignorieren. Aber den Wind sollten wir vielleicht nicht ignorieren. Aber der könnte uns trotzdem noch zum Verhängnis werden, denn wir müssen jetzt dort hier nochmal über die Brücke. Am besten bevor der Wind aufhört, dann hier übers Dach. Oh, den Vogel nehmen wir noch gleich mit. Einfach nur, dass er runterfällt. Und dann können wir ins Fenster rein. So viele Vögel sind es jetzt auch wieder nicht. Das sind vielleicht noch gerade zwei Stück. Also die Chance, dass sie fällt, ist gering. So, und da müssen wir jetzt rein. Ich bitte euch, verratet uns, wie mit den Fluchbrechen, der auf Sonic liegt. Er ist der Einzige, der eure Welt noch retten kann. Prinzessin, ich bitte euch, ihr müsst Sonic von diesem Fluch befreien. Was ihn bindet, ist eine böse Kraft. Es ist nicht die Magie der Schattenwelt. So wie es auf der Erde Licht gibt, das die Dunkelheit verdrängt, so existiert auch eine Kraft, die das Böse vertreiben kann. Geht in den heiligen Hain, tief in jenem Wald, der vom Lichtgeist Fironi geschützt wird. Dort findet ihr das Masterschwert, das die Weisen in alten Zeit geschmiedet haben. Dieses Schwert wird das Böse bannen.
Das Masterschwert ist eine heilige Waffe. Menschen mit unreinem Herzen werden es niemals berühren können. Du aber wirst mit diesem Schwert den Fluch brechen können, der auf dir lastet. Sonic, von den Göttinnen Hyrule aus der Welt erhält. Wie du bin auch ich von unseren Göttinnen mit einer seltenen Kraft gesegnet worden. Ist das nicht wunderbar, Sonic? Von ihr aus findest du den Weg auch ohne mich. Und ihr Prinzessin, gewährt mir einen letzten Wunsch. Verrate diesem Jungen, wo der Schattenspiegel ist. Wisst ihr, Midna? Ich glaube, ich weiß jetzt, welche Art von Wesen ihr seid. So viele Schmerzen habt ihr auf euch genommen, um uns zu helfen. Dabei büßt ihr doch für die Schuld, die wir selbst auf uns geladen haben. Ich bitte euch, Midna, nehmt dieses Geschenk an. Nein! Wenn ihr das tut, Sonic, halt sie auf! Wir müssen zurück, Sonic. Zurück in den Wald von Firone. Prinzessin Zelda, ihr gab mir eure Kraft und das, was damit verbunden ist. Sagen wir mal so, Zelda hat sich geopfert, um Midna zu retten. Und ihr Kraft gegeben, aber sie ist auf einmal weg. Und was zur Hölle ist jetzt mit dem Schloss geschehen? Das ist sicher wieder ein Werk von Zanto! Naja, wie auch immer. Das hört sich jetzt ein bisschen blöd an. So, jetzt muss ich schauen, kann ich es jetzt zeigen? Ja. Und zwar gibt es hier nämlich eine deutliche Änderung. In der GameCube-Version konntet ihr nicht wissen, wie viele Seelengeister in welchem Gebiet existieren. Hier in der View-Fassung steht es jetzt hier oben. Wir haben jetzt hier 1 von 19. Das heißt, in diesem Gebiet Ranel befinden sich insgesamt 19 Geisterseelen. Und die findet man teilweise nur nachts oder eben in dunklen Orten. Und hier zum Beispiel in Eldin haben wir jetzt 0 von 8. Hier in Firone 0 von 6. Und hier unten in Latuan gibt es keine. Auf jeden Fall eine sehr große Hilfe. Weil es gibt weitaus mehr als 20 Seelen. Und sagen wir mal so, es gibt nämlich insgesamt 60 Stück. Und die alle brein zu finden, das war schon eine Tortur. Aber jetzt wissen wir schon mal zumindest, wo wie viele es sind. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Hilfe. Auf jeden Fall, das haben sie auf jeden Fall auch sehr gut gemacht. Und wir haben jetzt echt schon 35 Minuten, also das wird jetzt auf jeden Fall der Zeit mit ein paar Bänden. Ja, was werden wir dann im nächsten Part hier zum Wald von Firone zurückkehren und uns das Masterschwert holen. Das
das uns Zelda aufgetragen hat, denn nur das Masterschwert kann unsere wahre Gestalt wieder zurückbringen. Und was wird aus Schloss Hyrule? Was wird aus Zanto? Hat er schon gewonnen oder haben wir doch noch eine Chance? Das alles erfahrt ihr dann ab dem nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen, ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.